So, hallo, wir machen weiter. Bei Tears of the Kingdom. Infos zum Let's Play in der Beschreibung. Wir haben letztes Mal wieder eine Löschechse gefunden, ist mir gerade eingefallen. Das heißt, ich kann ja, bevor wir jetzt hier in die Höhle gehen, nochmal mir eine neue Löschmedizin machen. Das ist ja gar kein Problem. Was hatte ich als Zutat immer benutzt? Irgendwelche Monsterdinger, die halt schnell, also wovon wir halt 3 Millionen Stück hatten, ne? So, zack. Jawohl. Okay. Guck mal, hier ist so ein Reifen, also so ein Windrad sogar. Wir könnten jetzt auch, nee, können wir da reinfahren? Nee, wir können da nicht reinfahren, okay. Gut. Dann Medizin, it in. Und wir gucken mal, was uns hier drin jetzt erwartet. Ich hoffe, dass ich nicht länger als 18 Minuten hier drin brauche. Oh, da drüben ist ganz viel von dem Mistzeug. Okay. Das ist nicht gut. Ach, ich bin dumm. Moment. Sehr schön. Ja, hier ist das Mistzeug. Kann ich das irgendwie kaputt machen, angreifen? Keine Ahnung. Die Lava werfen. Ja, das nützt mir jetzt auch nichts. Oh, da hinten ist der Kollege. Wie komme ich denn da jetzt am blödsten hin? Das ist ja doof jetzt. Ja, wie komme ich denn da hin? Soll ich da auch so hinfliegen? Mit meinem Kollegen. Oh mein Gott, das hat funktioniert. Das hätte ich niemals gedacht. Das hätte ich niemals gedacht, dass das funktioniert. Sick. Okay. Sehr schön. Ja, das ist normal. Das sind alles nur normale, ne? Die sind alle nicht speziell glitzernd. Dann lassen wir das einfach. Jetzt muss ich wieder zurückkommen. Ja, scheiße. Okay, zurück wird schwieriger. Boah, Alter, das ist die Distanz, die das zurücklegt, ist schon krass. Kann man nichts sagen. Ja, okay, ich kann das nicht angreifen. Das ist einfach nur Mistzeug. Okay, aber hier sind Treppen gebaut worden. Und hier sind so Wassersprenkler, okay. Ach, mit den Wassersprenklern hätte ich natürlich die... Ah, da hätte ich die Lava. Wait, ist das dann alles nur für... um zu dem Viech zu kommen? Und ich kann hier gar nichts anderes machen, oder? Oder was ist jetzt unsere Mission? Na, weil ich meine, klar, ich könnte hier jetzt so und dann hier die Teile. Aber das ist ja jetzt nicht die Mission an sich. Aber klar, so hätte ich jetzt auch mich da nach hinten bauen können. Stück für Stück. Schoppala. Stück für Stück. Hätte ich jetzt auch gekonnt. Aber das ist ja nicht Sinn der Sache hier gewesen. Oh, guck mal, da kann man auch hoch. Ja.
Ist da irgendwas, das man da hoch kann? Bruder. Ich bin noch ein bisschen überfragt, ob das hier wirklich jetzt nur für die und auch die Raketen so, ne? Ob das jetzt alles nur für... Ah, Löschechse, komm her. Ob das jetzt nur für das Zeug ist oder ob man hier irgendwas machen kann halt. Das ist das, was ich mich frage. So, soll ich hier irgendwas machen? Das ist das, was ich nicht sicher weiß. Aber es wirkt ein bisschen, als wäre das halt nur... Ich meine, ich kann die Dinger mal rausbringen, aber ich wüsste nicht, warum ich die rausbringen soll. Oh, ich kann gar nicht mehr verknüpfen. Ah doch, die kann ich wieder verknüpfen. Okay, komisch. Ah, die muss ich da rauszerren. Aber ich will das doch gar nicht unterstützen, dass, also keine Ahnung, wenn ich das jetzt rausbringe, was nützt mir das am Ende? Ach, komm. Ich will den Quatsch doch gar nicht unterstützen. So, hier kann man auch hoch, aber irgendwie ging es dann hier gar nicht weiter so richtig. Jetzt falle ich schon wieder runter, ich. Mein Gott. Es wirkt nicht, als ob da oben was wäre, aber ich will jetzt einmal da drauf stehen. Okay, weißt du was? Ja, dachte ich mir, dass es ausreicht. So, ist jetzt hier irgendwas Tolles da oben drauf? Nein. Das ist auch einfach nur Stein halt. Hier ist auch kein anderer Weg jetzt, ne? Also, ich habe jetzt auch nichts übersehen, richtig? Ich habe jetzt halt das komische Zeug hier. Aber eigentlich will ich das gar nicht haben. Mist, ich dachte, hier geht es jetzt storytechnisch total weiter, aber das war wieder nichts. Habe ich. Ja, du hast mir nur gesagt... Ja, der Weg ist nicht mehr versperrt. Ich habe theoretisch den Weg aufgemacht. Aber, also... Bringt es jetzt irgendwas, wenn ich dem Restaurant-Heini die Dinger bringe? Aber damit würde ich dieses Produkt ja unterstützen. Das will ich doch gar nicht.
Ja, was ist denn jetzt bei euch? Seit der Liana einen wertvollen Schlemmstein verschwendet hat. Bis ich also meinen Schlemmstein bekomme, tische ich Liana den kleinsten Kielchen. Ja, aber ich habe dir 3 Millionen Schlemmsteine gerade gebracht. Unbearbeitete Schlemmsteine. Loren schien zu den Höhlen, ja. Ist der dumm? Ist das jetzt nicht so ein Schlemmstein, wie du ihn haben willst? Ah, doch, okay. Ich dachte schon, dass ich komplett dumm bin. Oh, oder das? Ist ja ein Schlemmstein. Hey, du da. Das ist ja ein Schlemmstein. Ich tausche ihn hier gegen ein, ja? Gib mir das. Aber ein bisschen schlecht fühle ich mich jetzt schon, ne? Weil ich meine, jetzt haben wir Drogen getauscht. Ist nicht gut. Gerettet. Nichts über Fleischgerichte. Ja, aber du willst doch keinen Schlemmstein essen. Ja, aber guten Appetit. Ja. Ich meine, die große Sono-Energiesphäre nehme ich gerne. So ist nicht. Unbekannte Tierart. Alter, was bist du denn für einer? Okay, alles klar, Kollege. Weirder Typ. Aber Nebenaufgabe geschafft. Scheinbar. Ja, okay. Hat jetzt allerdings leider nichts mit dem zu tun, weshalb ich eigentlich hier war. Schwierige Momente. Ich wiederhole mich nur ungern. Ich hatte einen so Vulkan, wo ich Vulkan, sag ich schon. Ich hatte so eine Art Wasser, nicht Wasserfall, so einen Lavafall, wo ich hochgeklettert bin. Und da war auch eine Art Höhle. Und da wollte ich auch rein. Oh, guck mal, der ist nicht komisch drauf. Ach so, ja, okay, der ist... Ja, das hatten wir schon. Stimmt, die Älteren sind ja nicht komisch drauf. Das hatten wir ja schon gelernt. Da ist dieses Ding, was ich meine. Okay, da müssen wir nochmal hoch. Da müssen wir nochmal hoch. Schade. Ja, hier müssen wir nochmal hoch. Ich glaube, da geht's auch rein. Ich glaube, da war auch so eine Art Höhleneingang. Och, nett. Och, wieso habe ich dich? Och, Mann. Wo willst du hin? Einfach da hoch, ja? Einfach nur da hoch. Das ist alles. Kann ich dich hier ablegen? Yes. Und jetzt...
Nee, hier kann ich ihn nirgends ablegen. Oh, müssen wir da jetzt echt außen rum gehen? Ja. Also das könnte jetzt auch schief gehen. Guten Flug. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er gelandet? Müsste der nicht relativ gerade wieder runterfallen? Theoretisch? Weil so lange war die Rakete jetzt auch nicht aktiv. Da ist eine Rakete. Wo ist er gelandet? Das ist ein Stein. Ach, geh mir nicht auf den Keks. Ist der Alter. Mann. So, aber wo ist jetzt mein Grog gelandet? Wie weit hat die Rakete den gezündet? Der liegt hier nirgends rum, ne? Ah, das ist vielleicht nicht so optimal gelaufen. Na gut, dann machen wir das von anders halt nochmal. Ja, der ist irgendwo. Boah, da ist eine Truhe. Die hätte ich gerne. Kuckuck, ich hole mir nur gerade mal die Kollegin hier, ne? So. Ausdauermedizin. Sehr schön. Nehmen wir mit. Hier ist er gelandet. Das hat ja gut funktioniert. Oder... Komm, wir versuchen es nochmal mit der Rakete. So schlecht lief es ja nicht mal. Und so lange geht die Rakete nicht. Wenn man das gut einstellt, könnte die Rakete durchaus einen interessanten Flug...
Das sieht doch schon viel besser aus. Ja, das sah doch gar nicht so verkehrt aus. Das sah doch gar nicht so verkehrt aus. Yes! Easy. Nice. Wunderbar. So, du hast eine kleine Reise hinter dir. Du bist jetzt Astronaut. Komm mit. So. Sehr schön. Tschüssi. Eieieiei. Okay. Dann können wir von hier oben dafür jetzt sehr schnell da einfach rüber. Und haben da keinen großen Stress. Schade, die ist auch gleich kaputt. Aber was soll's. Ach ne, guck mal, hier wird's gar nicht heiß. Ne, hier bin ich damals durchgelaufen, oder? Das war der Weg zur Südmine. Ach, so ein Käse, da bin ich durchgelaufen. Ja, dann müssen wir wohl doch bei den Goronen direkt weitermachen. Ja, okay. Ja, okay. Dann ist hier gar nicht... Ja, das ist natürlich jetzt doof. Dann kann ich hier gar nichts Neues machen. Na gut. Dann nutzen wir aber gerade mal die Gunst der Stunde. Und synthetisieren hier noch einen Felsen an die Lanze ran. Ja, weil das ist natürlich auch schöner, ordentlicher Brocken, mit dem man dann schön Steine kaputt machen kann. Ja, okay. Aber das ist dann hier halt auch alles gewesen. Ja gut. Versuch. Dann machen wir uns nochmal so ein Dings. Habe ich nicht noch andere Monsterzutaten eigentlich? Also, habe ich so wenig Monsterzutaten? Das gibt's ja gar nicht. Ich sammle doch wie ein Weltmeister. Guck mal, Schleimschlier, funktioniert das auch? Weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich nicht. Ah, Bockblindhorn funktioniert auch. Okay, let's go. Oh, hätte aber jetzt... Okay, ist ein bisschen kürzer. Da sind die Hauer sogar besser gewesen. Okay. Ich verstehe. So. Aber das heißt jetzt im Umkehrschluss für mich... Das eigentlich tatsächlich... Oder ist hier irgendeine Mine, die für mich relevant ist? Ne, wahrscheinlich muss ich dann zu der Yonobaumine. Die ist ja nicht hier, ne? Die wird beim Goronendorf direkt sein. Ja gut, da können wir uns hinporten, da geht ein bisschen schneller. Wir nehmen noch kurz die Löschechse hier mit vielleicht. Eventuell komme ich an die ran. Ah, jetzt war klar, dass ich das... War klar, dass ich das versaue. Ist wurscht. So.
Falsche Taste. Okay. Hier will ich hin. Ach, guck mal, das habe ich gar nicht gesehen, dass da eine Markierung gelandet ist. Ja gut, dann wollen wir dahin. Ist okay. Dann gehen wir dahin. Dann haben wir halt jetzt ein paar Höhlen erkundet und ein paar Mayoi-Signen geholt und diesen antiken Pfeil. So. Ich sehe da was. Ich sehe da was. Aber will ich das jetzt... Das können wir auch wann anders machen. Das können wir auch wann anders machen. Wir gehen jetzt erstmal in Richtung, wo wir hin wollten. Stimmt, da sind wir ja schon mal längst gefahren. Ich erinnere mich. Da sind wir ja schon mal längst gefahren. Nee. Ich erinnere mich. So, zack. Let's go. Hier muss ich rein. Ups, ich muss dich erstmal ausmachen. So. Hier muss ich rein. Okay. Der Hylianer von eben. Ja, ich kenne Junoboss. Junoboss verhandelt jetzt gerade mit der blonden Hylianerin über Schlammsteine. Als ob Zelda jetzt da wäre. Die Maske hat er auch von der Hylianerin. Okay, das heißt, die kriegt er wieder weg. Okay, die Maske hat ihn geändert. Ja. Ja, ich habe aber keine und das kann mir jetzt auch keine leisten. Aber was heißt in der Zentrale? Kriege ich umsonst Kleidung? Das ist das große Gebäude. Okay, warte mal. Kriege ich hier in der Zentrale einfach feuerfeste Kleidung? Ohne Kosten? Ah, 700. Das klingt nicht gut. Teilzeitarbeiter. So ist es. Wir sind unterbesetzt. Das ist eine große Hilfe. Besetzt von Schlammsteinen. Oder kriege ich jetzt umsonst? Ich will eigentlich nichts verkaufen. Nee, will ich eigentlich nicht. Mit dieser Kleidung wirst du Blizzarding in Schokolzgülle verwandelt. Ja. Ich muss die für 700 kaufen, ja? Okay. Okay, wir gehen erstmal mit unserer Brandschutzmedizin. Wir gehen erstmal mit unserer Brandschutzmedizin. Die sollte eine Zeit lang reichen. Guck mal, hier ist... Oh mein Gott. Hier ist richtig viel von der Sche... Ach, hier ist ein Loch, oder? Nee, tatsächlich nicht. Aber das sieht aus, als ob das alles zu einem Loch führt. Oh mein Gott, ist hier viel Müll. Bah. Dreckiges Miasma. Richtig ekelhaft. Gar kein Fan. Aber doch, guck mal, das führt alles hier in die Mitte. Ha. Scheiße. Ist jetzt nicht euer Ernst. Kommt die Kackviecher hier hoch? Oh nein! Alter, verzieht euch.
Junge! Die Scheißteile sind echt überall, ne? So, neuer Anlauf. Oh, hier ist zumindest ein Krog. Der eine Sinuskurve bildet. Ein Sinuskurvenkrog. Oh, das ist kein Stein. Ups. Wo ist der Stein dafür? Ja, hier ist ein Stein. Hallo? Hey, das ist offensichtlich, dass das da reingehört. Willst du mich verarschen? Ach, hier ist noch eins. Na bitte. Ich hätte mich jetzt auch gewundert, wenn es nicht funktioniert hätte. Okay, so. Ich lasse mich schon wieder ablenken, ne? Es ist voll schlimm. Es war echt schlimm. Ich lasse mich schon wieder ablenken. Von da kam ich, ne? Ja. Und das habe ich gerade gesehen. Da wollte ich noch hingucken. Da wollte ich noch hingucken. Das habe ich gerade gesehen. Ach, guck mal, hier wäre auch so ein Baum, der mir dann die ganzen Dinge anzeigt. Oh, hier oben drauf ist auch so ein Teil. Okay, sehr interessant. Kann man sich schon mal merken. So eine Geoglyphe ist auf den Felsen zu sehen. Also dann direkt bei einem anderen Turm. Also das ist ja dann super entspannt, die zu lesen. Okay, hier ist einfach ein Knochen. Du willst mir doch jetzt nicht erzählen, dass hier oben nichts ist. Lol. Okay, da gehen wir gleich hin. Okay, hier oben ist tatsächlich nichts, aber da gehen wir gleich hin zu dem Kollegen. Weil ich den gerade schon sehe. Da ist der Kilton einfach am Start. Warum nicht? Okay, der ist auch drauf. Interessiert mich weiter. Da ist der Kilton einfach am Start. Ja, moin. Bei mir kannst du Majoi-Signer gegen Schätze eintauschen. Ah, ist nicht der Kilton, ist der andere. Koltin. Auch in Ordnung. Ja, ich habe viel mehr für dich. Ja, ich würde es dir geben, wenn du mit dem Quatsch aufhören würdest. Was hältst du davon?
Geisterkleider. Ja. Jetzt nimm doch die Scheiße. Heieiei. So, wie viel willst du denn für die verschiedenen Sachen? Eine Moblin-Maske gegen zwei Mayoi-Siegel. Signa. Ja, komm. Ja, Moblin-Maske. Seit ich das erste Signal höre, wenn ich die Nähe von Mayoi spüre, zumindest glaube ich das. Kann ich dir sagen, wo noch Mayois zu finden sind? Nee, das kriege ich schon selber raus. Hinox Fußnagel mal 3 gegen 2 Mayoi-Signer. Nee. Mehr nicht. Ja, okay, er hat schon recht, ne? Das sind natürlich große Klauen, so. Muss überlegen. Also ich muss die jetzt kaufen, ja? Okay. Ja, okay, wenn es eh nicht anders geht, dann nehmen wir das halt. Ich dachte, man kann auswählen. Also an einem Pfeil soll man die ranmachen, hat er gesagt, okay. Kinox Fußtag mal 3. Befestigen, um seine Angriffskraft zu erhöhen. Okay. Ein Geistergewand. Ja, das klingt doch vernünftig. Aber ich muss dann ja eh alles einfach machen. So, von daher, egal. Rubinpanzer. Wurde für Mayoi-Signale darin sind Gebete an die Geister gewirkt, die dafür sorgen, dass dich erlittene Angriffe Rubine statt Herzen kosten. Ja, okay. Nein. Hilfe, ich brauche mein Geld. Oh, jetzt hat er Augen. Ja, gut, aber muss ich ja machen, scheinbar. Kann ich jetzt das... Ja, ich weiß, dass der dann zielsuchend ist. Ja gut, ich muss es eh nehmen. Das ist auch wieder so Nintendo-typisch, ne? Dreimal dieselben Sachen immer anklicken, immer der gleiche Quatsch. Macht's doch einfach angenehmer. Okay, das sieht schon wieder vernünftiger aus. Exalfos-Maske, let's go. Jetzt habe ich noch 6 Stück. Ja. Ja, das ist jetzt auch wieder so, das könnte ich selber verdienen, aber ich muss es halt nehmen. Ja, her damit. So. Oh, die Geisterhose scheinbar. Ah, jetzt sind es natürlich 4 Stück. Okay, das kann ich noch nicht machen. Gut. Ich meine, Rubinpanzer klingt grundsätzlich nicht schlecht, wenn man viele Rubine hat und die nicht mehr braucht. Aber aktuell sieht es ja nicht danach aus, ne? Das muss man ja leider auch dazu sagen. Gut, dann haben wir den Kollegen kurz gefunden. Ist doch auch ganz nett. Haben wir die schon fotografiert eigentlich? Hallo. Alter. Nein, habe ich noch nicht, siehst du? Dann gibt es einmal einen Magrock als Foto.
das Übliche raus. Keine Überraschung in dem Sinne. Ja gut, dann gehen wir jetzt wirklich zurück. zum Unternehmen. Und schauen mal da in die Höhle noch kurz rein. Ah, gehen wir nicht auf den Keks. Wo führst du denn hin? Stollen der Krabbeln. Ja komm, dann gehen wir da auch mal gerade rein. Was soll's, wir haben ja genug Medizin. Hui. Okay, hier muss ich relativ schnell fahren mit dem Ding. Können wir gleich... Oh, der sieht aber... spannender aus, jawohl. Okay, ja, dann fahren wir gleich mit dem Kollegen. Gar kein Thema. Let's go. Hier werden ganz viele Leuchtsamen, aber die lasse ich jetzt mal Leuchtsamen sein. Ja, hier werden richtig viele Leuchtsamen. Okay. Oh, den hätte ich wahrscheinlich abschießen müssen. So, jetzt aber mal Stopp hier, Kollege. Hat gut funktioniert, Stopp zu drücken. Dann fahren wir nochmal eine Runde. Stoppen jetzt schon mal den Kollegen. Und dann machen wir jetzt erstmal hier ein Foto von dem Feuerschleim. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir den schon mal hatten. Jawohl. Und dann wurde er auch direkt abgeschossen. Das heißt, ich kann mich gleich freundlicherweise um den kümmern. Scheiße. So. Sehr schön. Ach, Schild immer. Braucht kein Mensch. Lass mal drin. Feuerraubschleimstein. Ah, den hätte ich auch noch fotografieren können, glaube ich. Egal. Okay. Können wir mitnehmen. Ah, das war wieder zu langsam. Okay. Sieht doch soweit ganz gut aus. Sonst war hier, glaube ich, nichts weiter. Wo ist mein Fahrzeug? Ah, da ist mein Fahrzeug hin. Das ist jetzt... Ja, das ist jetzt nicht gut. Okay, ciao. Brauche ich mir halt einen neuen. Dafür sind sie ja hier. Umgestellt? Habe ich getroffen? Hä? Nein, ich habe nicht umgestellt. Mein Gott.
schiebe ich den anderen da auch noch längs. Ja, was soll's. Oh mein Gott, mach einen Abflug. So. Ach so, weil der so ein bisschen krumm da dran ist. Bleibt da manchmal hängen oder was? Ah, ich verstehe. Ja gut, ist egal. Das stresst nicht weiter. Das ist moderne Konstruktion. Oha. Was ist denn hier alles los? Ach du Schande. Wir fahren das mal gerade weiter. Ja, dahin will ich fahren. Passt. Tschüss. So, dich brauche ich. Sehr gut. Jetzt könnten wir uns die Geisterhose schon leisten. So, dann muss ich dich jetzt einmal rumdrehen. Und jetzt setzen wir den einmal richtig ran, den Kollegen. So, besser. Und dann geht's einmal wieder zurück. Ach so. Fahre ich in die Richtung zurück. Das ist natürlich jetzt richtig blöd, ne? Ja, pass auf. Dann machen wir jetzt Folgendes. Wir bauen den hier ab. Setzen den hinten wieder dran. Und fahren wieder in die Richtung. So, und jetzt können wir dann in die Mitte fahren. Wenn der nächste kommt. Da ist ein Schrein. Hier ist ein Schrein. Ich wollte nicht mit dem angreifen. Und es wird heiß. Gleich nicht mehr. Die nächsten 9 Minuten laufen. Gleich laufen sie. Mein Gott. Sobald ich es geschafft habe. So, jetzt laufen sie. Und tschüss. Ja gut. Und den hat sie auch erwischt. Und da ist eine Truhe. Okay. So. Und von der Mitte aus muss ich jetzt nämlich andersrum fahren, dass ich zu dem Schrein komme. Nein.
Let's go. Muss ich nur mal schauen, ob ich nochmal umstellen muss, ob es jetzt passt. Der muss dann geradeaus weiter. Das sieht okay aus. Da ist der Schrein. Hallo, ich konnte nicht steuern. Oh Mann. Stopp. Oder fahren wir... Ja, komm, wir fahren einfach die Runde weiter. Ach, ich habe keinen Bogen ausgerüstet. Ist der kaputt gegangen oder was? Ich will den nicht mitbekommen. Hab ich wieder nicht mitbekommen. Ja, der ist kaputt gegangen. Mein Gott, mein Gott, mein Gott, mein Gott. Ja, da unten hätten wir sein müssen. Jetzt müssen wir halt einmal eine Runde fahren. So, jetzt kommen wir gleich wieder auf die richtige Spur. Wunderbar. Das hat viel zu lange gedauert. Okay, cool. Dann haben wir hier einen schönen Schrein gefunden. So, ich habe jetzt allerdings nicht die Zeit, den Schrein zu machen, weil dann läuft meine Dings weiter ab und das wäre Quatsch. Deswegen gucken wir uns erstmal weiter in der Höhle um. Beziehungsweise, das könnte auch ein Belohnungsschrein sein. Warte mal, das könnte einfach nur ein Belohnungsschrein sein. Wir gucken ganz kurz rein. Bist du ein Belohnungsschrein? Yes! Langer Zauberstab. Weg damit. Okay. So. Sehr gut. Und wir kommen wieder raus. Was habe ich da jetzt für eine Waffe bekommen? Irgendein Zauberstab. Was kann der? Langer Stab mit etwas Steinen schlummernde Kräfte. Ah, okay. Das macht wahrscheinlich aus. Also das ist wahrscheinlich nochmal krasser dann für Rodonit und so Zeug. Was ja eh schon eine gute Wirkung hat. Jetzt würde mich nur interessieren, kann ich hier noch mehr machen oder ist hier Feierabend? So gefühlt zumindest. Also, weil, wofür kann ich mich hier hinporten? Das ist meine Frage. Warum ist hier ein Schrein, dass ich mich hier hinporten kann? Das ist wahrscheinlich wirklich einfach nur ein Belohnungsschrein. Ja, weil hier ist ja nichts weiter. Nee. Ja, gut. Ja gut, dann, ich meine, dass ich mich hier hinporten kann, erscheint mir jetzt halt nicht sonderlich sinnvoll, muss ich gestehen. Weil ich komme ja nicht mal vernünftig hier irgendwie... Oh, doch, ich komme hier raus, okay. Ich komme hier raus.
So, da drüben ist die Mine, wo wir hin wollten. Haben wir bisher super geschafft. Ne? Das sind wahrscheinlich Gurun, die nicht weiter. Aber auch da sind Menschen, okay. Egal, gehen wir später hin. So. Jetzt haben wir noch 5 Minuten, um den Anfang von der Mine hier zumindest zu erkunden. Dann let's go. Ja. Dann let's go. Hier war der Anfang. Nur ich fürchte halt, die Mine ist jetzt größer als, als das, was ich brauche. Oh. Oder es kommt einfach eine Sequenz. Sehen wir jetzt die Fake Zelda? Das wäre natürlich noch ein cooler Abschluss. Oh, Verfluchte ist tatsächlich da. Die ist tatsächlich da. Hör endlich auf, Junoboss. Zieh die doofe Maske aus. Wir wollen, dass du wieder unser lieber Junoboss wirst. Ihr meint ich. Prinzessin Zelda hat recht. Schlemmsteine machen alle Goronen glücklich. Ich darf gegen Yonobu kämpfen. Yo. Okay. Die Fake Zelda will's auch wissen, ne? Okay, okay, okay. I see. Ja gut, dann kriegt er halt das Gamma-Breitschwert ins Gesicht. Oha. Okay, das macht ihm gar nichts aus. Okay, das hat ordentlich gezwiebelt. Ja, alles klar. Okay. Es geht erst, wenn er irgendwo gegenprallt. Okay, alles klar. Also 3 Schläge und das war's. Okay. Dann ist die doofe Maske wenigstens gleich weg. Das war nicht so gut. Das war auch nicht so gut. Okay, ich muss ausweichen. Schon kapiert. Und tschüss. Was war denn mit mir los? Tukachin Ohrfrag, was ist passiert? Ich habe die Maske von Prinzessin Zelda aufgesetzt und dann, Mann, ich erinnere mich an gar nichts mehr. Ich muss unbedingt Prinzessin Zelda fragen, was es damit auf sich hat. Wo ist Prinzessin Zelda? Da, Prinzessin Zelda. Alles in Ordnung, niemand verletzt? Ja, okay. Er wird unser Begleiter. Moment, was ist das denn? Ich habe da doch was gehört, oder nicht? Prinzessin Zelda ist vor der Höhle, ihr Kiesel. Die Lianerin mit den blonden Haaren war Prinzessin Zelda?
Ich muss dich unbedingt fragen, was das mit der komischen Maske auf sich hat. Und wegen den Schlemmstein vielleicht auch. Jedenfalls los, nichts wie raus hier und dir nach. Diese roten Fels kriegt man nur mit meinem Rollangriff. Okay, wir kriegen den Rollangriff. Ich verstehe. Ich verstehe. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist... Oh. Können wir das dann nutzen für diese ganzen Gänge zum Kaputtmachen, ohne dass wir unsere Waffen in Zukunft... Oh, das wäre stark. Oh, dann würde ich Yonobo ja schon lieben. Dann würde ich Yonobo ja schon lieben, wenn wir... Oh ja, das wird gut. Ja, okay. Okay, das ist okay. Oh, das ist gut. Okay, die Fähigkeit feiere ich. Okay, die Fähigkeit feiere ich ja brutal. Und hat auch einen sehr kurzen Cooldown. Okay, das doch, die Fähigkeit wird großartig für diese ganzen, wo ich jetzt immer die Waffen verschwendet habe, ne, dann kann ich ihn dafür nutzen. Okay, das fühle ich. Das fühle ich sehr. Ja, das fühle ich sehr. Das fühle ich sehr, sehr. Okay, sehr cool. Jetzt kommen wir wieder raus. Schnell, wir müssen Prinzessin Zelda folgen. Aber dass man sie jetzt tatsächlich mal das erste Mal so richtig gesehen hat, ne? Mit Link zusammen so ein bisschen, okay. Interessant. Bei den Orni war es ja nicht der Fall. Prinzessin Zelda, ich kann sie nicht sehen. Ja, die ist weg, logischerweise. Hä? Ja, wir müssen da hoch. Ja. Alles klar. Hast du es vergessen, Yonoboss? Du hast uns doch gesagt, dass der rote Nebel gefährlich ist und wir wegbleiben sollen. Das war, als Schloss Hyrule plötzlich abgehoben hat und das mit dem Kataklysmus passiert ist. Hier hat die Erde auch mächtig gebebt. Du hast gedacht, der Todesberg bricht wieder aus und wolltest nachsehen. Und als du vom Todesberg zurückgekommen bist, hast du diese Maske aufgehabt. Ich erinnere mich. Ich habe Prinzessin Zelda am Krater des Todesbergs gesehen. Sie hat mit mir geredet und mir diese Maske gegeben. Wohnt Prinzessin Zelda etwa im Todesberg? Ja, hier ist sie jedenfalls nicht. Vielleicht sollten wir zum Todesberg gehen. Ich werde Prinzessin Zelda suchen gehen. Ihr könnt nicht mitkommen, aber ich werde sie fragen, wie alles so wie früher werden können. Bitte vertraut mir und wartet in Goronia auf uns. Okay, alles klar. Feuertempel wird dann die nächste Geschichte werden. Okay, damit sind wir ein ganzes Stück weiter. Wir kennen jetzt die dritte Fähigkeit, die zweite Fähigkeit. Und ich liebe sie jetzt schon. Weil das wird so viele Waffen von mir einfach schonen. Wann immer es jetzt solche Gänge gibt, ne? Und wann immer es was zum Kaputtmachen gibt. Und ah, es wird großartig. Also das feiere ich. Da oben ist dann ein Schrein und dann geht es hier halt in den Vulkan rein. Ja gut, da gehen wir beim nächsten Mal hoch. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.